Mahlzeit Leute, hier ist Knochen. Es ist wieder Replay Time. Ja, es ist wieder soweit. Mit den M10. Achilles. Also ein Panzerjäger hier. Wir haben eine Bewaffnung von 7 cm. Ich habe sie gerade echt nicht im Kopf. Ich glaube, es waren 7,5, wenn ich mich nicht täusche. Und ich habe es geschafft, auf Platz 2 mich hochzuballern. Ich habe leider einmal ein Fahrzeug verloren, aber erst so gegen Ende. Aber ich hätte auch nicht erster werden können, weil die Nummer 1 hat über 3000 Punkte gehabt. Oder fast 4000, ich weiß nicht. Der Typ hat 13 weggemetert und hat, glaube ich, nicht mal seinen verkackten Panzer verloren. Sein schönes Fahrzeug. Also es war echt heftig. Und hier, wo ist er denn? Mr. Heisenberg. Er war das. Er. KV1 S. Ich meine, ja, was soll man dazu sagen, ne? Ja, wenn man es fahren kann, kann man es fahren. Sebastian 11. Aber der brennt schon. Okay, so. Ja, ich stehe hier erstmal am Anfang ein bisschen blöd rum. Hier war auch noch nicht allzu viel zu tun. Was soll ich dazu sagen? Das Heisenberg hat schon den besten geballert hier. Ich weiß gar nicht genau, was ich hier mache, warum ich stehe. Okay, wir wechseln mal auf Heisenberg. Und der Typ ist motherfucking unterwegs die ganze Zeit hier. Und ich habe mich so gefreut über meine 5 Kills, ne? Aber er hier, die absolute Tötungsmaschine. Guck mal, bitte um die Ecke, Pop, gute Nacht. Okay, noch nicht, aber gleich. Da, hat er ihn weg. So, was mache ich hier eigentlich auch mal? Ich stehe hier immer noch rum. Oh, ich bewege mich. Verdammt. Wahrscheinlich hätte mir die Zähne geputzt gehabt und mich noch rasiert. Son of all. Aha. Man achtet manchmal im Spiel nicht so direkt auf die Namen oder sowas alles. Man guckt dann halt nur, was ist hier rot, was blinkt hier rot auf. Abpraller. Ricochet! Ne, das war kein Ricochet. Was ist ein Ricochet eigentlich? Ich weiß auch nicht. Doch, ich weiß es. Ganz klar. Ich meine, hier am Anfang, wie man sieht, hier fallen die Bäume. Also habe ich nur die verkackten Bäume getroffen. Das ist natürlich auch blöd. Hier ist schon wieder Heisenberg. Das ist ja nicht normal. Tja. Also eigentlich war es cooler, als ich es gespielt hatte. Da war es richtig, richtig spannend, ja. Gut, ich meine, das sind so Panzerjäger. Ich kenne eigentlich niemanden, der wirklich ganz selten einen Panzerjäger durch die Botanik fährt. Ja, also vielleicht hier im Rang 1 Bereich, wo die Dinger auch noch unheimlich schnell sind. Also im Vergleich zu den Fahrzeugen später. Ich glaube, Sebastian 11. Ich glaube, den hat auch schon wieder einer weggeballert hier. Heisenberg ist abgestürzt, aber der hat schon wieder alles mögliche hier weggeballert hier. Das ist natürlich so typisch klassisches Campen, ne? Man versucht halt nicht getroffen zu werden, obwohl es eigentlich dumm ist, denn so wie ich hier über der vorderen Kante bin, haben die mich richtig gut im Visier. Solange sie einen beachten. Deswegen muss man halt auch gucken, ob irgendwie viele Kollegen in der Nähe sind, die die ganze Zeit auf die halten. Ich glaube, jetzt muss man einer dran glauben. Noch nicht wirklich, aber es wird kommen. Es wird kommen. Ich kann es fühlen, ich kann es fühlen. Es ist so, ich denke mal, 5 Kills werde ich machen. Ist jetzt eine Vorhersage, ich bin jetzt wie ein Prophet. Ich mag diese Cromwells nicht. Ich weiß nicht. Also selten mal um One-Shot irgendwie damit machen, eher beim leichten Panzer. Zack. Ja, am Anfang war jetzt noch nicht so spannend, aber ich verspreche, es wird unterhaltsamer. Also langweiliger als jetzt kann es ja nicht werden. Ah gut, das wird ja nicht allzu lange hier laufen, das Video. Der stand halt auch ein bisschen blöd. Hier! Yeah. Das war ganz gut. Ich meine, okay, ist ein leichter Panzer, die kriegt man auch relativ gut weg. Obwohl, ich habe dreimal drauf geschossen, ne? Mit Erlebnis. Gut, jetzt muss man natürlich die Entfernung berechnen hier. Bei den M3. Und ist ja auch über einen Kilometer. Dann natürlich noch den Geschwindigkeitsabfall. Und überhaupt den Energieabfall von dem Geschoss. Ich will auch einfach nicht verrecken, ne? Also jetzt ist er verreckt, ja. Vorher nicht.
Also eigentlich hat er ziemlich viel ausgehalten dafür, wenn man bedenkt, mit was ich geschossen habe und was er für eine Panzerung hat. Move! Das ist schon der nächste, man sieht es blinken. Ich finde es so gut, dass sie jetzt wenigstens eine Killcam hier bei den Replays eingebaut haben. Vorher habe ich nie eine gesehen. Ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht, aber wenn ich mich recht entsinne, war keine Killcam zu sehen. Bis vor kurzem. Bei den Replays zumindest. Ja, da muss man ein bisschen zurück. Da muss man ein bisschen zurück. Oh, oh, oh. Ich glaube, hier war auch so ein Punkt, wo ich gleich in die Luft gehe. Genau. Zweimal gehe ich in die Luft, das weiß ich. Und immer mit den SB-2C. Die ich eigentlich ziemlich cool finde, sind ja Schlachtflugzeuge. Mikkel. Oh, so komisch an den Armen. Wie ist der Joshua? Das klang gerade so fast ein bisschen jiddisch. Finde ich auch ganz niedlich. Joshua Hanosri. Das könnte so ein kleiner jüdischer Mitbürger sein. Ja, den habe ich gekillt, einfach weil mein Wrack sozusagen reingeknallt ist in das Teil. Ich habe ihn ja gar nicht direkt getroffen gehabt. Es war einfach die Explosion und die Wrackteile, die ihn kaputt gemacht haben. So, da war jetzt der dritte Kill, das war nämlich die Bombe, die ich abgeschmissen habe. Und die war ist auch ziemlich groß, aber 800 Kilo oder 1000 Kilo sind die, wenn man die SP-2C so fliegt. Und komplett modifiziert hat, sind das glaube ich so viel. Face Pounder. Die geben sich teilweise Namen. Und dann würde sie irgendwas mit Knochen oder irgendeine Brigade oder so hier nennen. Da fällt immer auch nichts mehr zu ein dann, ne? Ich meine, da ist schwierig. Hier, wenn man jetzt Artillerie hätte, würde man auf jeden Fall, ich glaube, gut abräumen. Obwohl meiner Meinung nach die Artillerie auch nicht mehr so genau trifft. Früher hat die irgendwie, also einfach mehr weggerissen. Habe ich so das Gefühl, wenn man Artillerie eingesetzt hat, also noch vor ein paar Monaten, hat man noch richtig akkurater getroffen. Jetzt geht halt viel daneben irgendwie, finde ich. Vielleicht ist es auch so gedacht, nur damit man nicht jetzt direkt lauter Kills farmt, nur durch die Artillerie. Kann ich irgendwie nachvollziehen. So, komm, ein bisschen Schlagpanzer. Wieso mache ich den nicht klar? Ich guck mal kurz, was Heisenberg macht. Aber nur ganz kurz. Schild hier rum, kriegt in die Fresse, aber er macht das klar. So, drei Abschusshilfen habe ich mir jetzt mittlerweile schon erschießen können. Oh, siehst du, da kriege ich nämlich schon die ersten ab hier. Ich konnte hier erstmal jetzt nicht weg. Also einer muss noch drin sein. Ich glaube, ich mache noch einen Bomberkill später. Eigentlich ist das nicht so knallhart. Ich dachte, das wäre irgendwie krasser. Als ich das gespielt habe, da kam mir voll skillig vor. Es kann sein, dass ich jetzt in die Luft nochmal gehe. Jo. Gloobi. Der Plattpanzer mir da hier einfach so weg. Kann auch sein, dass dem nicht so ist. Zack! Den habe ich schon zweimal habe ich den Typen, diesen Joshua Hanosri, habe ich den weggeballert. Ja, und den Flakpanzer jetzt auch noch hier. Tja, so sieht das aus. Ja, mehr wird hier killtechnisch bei mir nicht passieren. Aber wir können ja nochmal auf ein bisschen Heisenberg hier. Der hat schon 12 Kills hier. Der hat schon 12 Kills gemacht. Der hat ja so eine Bestienmaschine. Der typisch Russe, ne? Ja, total klobig gebaut, keine Technik drin, aber ne, ist halt wie gegossener Stahl, wo sie ein kleines Loch reingepopelt haben. Dann den restlichen Panzer untergebracht haben. So, guck mal, was ich hier mache. Ah, ich fliege auch. Ah, jetzt haben wir verpasst. Ich bin irgendwo. Ich bin Manöver geflogen und hier verreckt. Und bin irgendwie durch die Bäume gekracht und hab mir dann einen Teil vom Flügel abgerissen. Aber bin immerhin noch weiter geflogen. Die SU-85, das ist auch ein beschissenes Teil eigentlich. Und natürlich stand ich jetzt auch nicht so prickelt da hier. Zack, 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 da. Mach ich doch noch. Ach nee, ich glaube, das wird noch eine Abschlusshilfe. Ich mach da noch einen Kill hier mit. Ich muss doch einen Kill, oder?
Also die IL baller ich auf jeden Fall weg. Ach, dann wird sie doch noch spannender. IL ist weg. Und die Spitfire auch noch. Ja. War mir doch klar. Ich wusste, da geht noch was. So, jetzt ist ja auch eigentlich vorbei. Hier passiert nicht mehr viel. Hier irgendwo im hinteren Bereich stand noch einer. Hier bei unserem Spawnpunkt, wenn ich mich recht entsinne. Ja, das ist der Wichser hinter uns hier. So ein dummer. Naja, dann mal zu. Schießt einfach blöd rum, total beknackt. So eine Leute. Naja, wie auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und da ist noch ein Abo, würde mir helfen. Dann mich Wichser, jetzt haben wir nichts mehr. Der würde mir helfen, ja. Und viel Spaß beim Zocken. Und ja, bis denn dann. Ne? Ciao, ciao.